Vermutlich wird das nicht kommen. Somit gibt es ein statisches Abblendlicht ohne Abbiegelicht, ohne Kurvenlicht. Das, wenn man ehrlich ist, einfach nur einen undefinierbaren Klecks Licht auf die Straße wirft. Allein der Fernlichtassistent, das automatische Auf- und Abblenden, funktioniert so unsauber bei Tesla. Es hat sich verdammt viel getan. Tesla hat Matrix-LED freigeschaltet. Das kam mit Update 2024.8 schon ein paar Wochen her. Das ist richtig gut geworden. Gibt es nicht für alle Modelle. Die älteren bekommen das nicht, aber die meisten neueren Fahrzeuge haben das kostenlos bekommen. Wir schauen es uns an. Wir gehen rein. Herzlich willkommen bei Okay, Let's Drive. Tesla wäre nicht Tesla, wenn sie nicht immer wieder für Überraschungen gut wären. Ich habe ehrlich nicht mehr damit gerechnet, dass sie das Matrix-LED-Licht freischalten in Deutschland, in Europa. Dass der Scheinwerfer das kann, das wusste man schon relativ früh, auch durch die Lightshows, die teilweise Tesla projizieren konnten. Aber dass es jetzt wirklich kommt und auch noch deutlich besser ist als erwartet, überrascht mich sehr. Ich freue mich natürlich drüber, sowas kostenlos zu bekommen bei einem Auto, das jetzt schon mehrere Jahre alt ist, ist nicht selbstverständlich, speziell dann, wenn man sich die Aufpreispolitik anderer Hersteller anschaut, speziell der deutschen Hersteller. Und dieses Licht, das für mich immer ein großer, großer Minuspunkt war, wer meine Videos kennt, weiß, dass ich eigentlich immer nur Sitze und Licht bemängelt habe an dem Auto und sonst eigentlich mit allem zufrieden war, ist das schon echt ein großes Ding. Ich bin super happy damit. Habe es jetzt schon mehrfach ausprobiert und um zu verstehen, wie genau dieses Licht funktioniert und wie Tesla das macht, ist es wichtig, mal einen Blick auf den Scheinwerfer zu werfen. Der Scheinwerfer hat außen diese runde Linse und das ist alles, was matrixmäßig funktioniert, kommt aus dieser Linse. Das große Fernlicht, sprich Hebel nach vorne, das war auch schon vorher immer der große Reflektor, der dann hochgefahren ist und quasi das normale Abblendlicht nach oben verteilt hat. Das ist eine Technik, die gibt es schon lange. Das haben schon ältere Autos auch so gemacht. Nur jetzt eben neu ist, dass es das Fernlicht auch in Verbindung mit Matrix gibt. Das bedeutet, wenn das Auto irgendwas zum Ausschneiden und Ausblenden hat, kommt das Fernlicht nur aus den Linsen außen. Und sobald die Bahn vor einem frei ist, geht der Reflektor mit hoch und man hat quasi dieses volle Pfund Licht auf der Straße, volle Sicht voraus. Das funktioniert gut. Und man kann auch hier, habe ich mal eine Aufnahme gemacht an der Garage, relativ gut sehen, wie das passiert. Wenn man darauf achtet, was das Licht macht, sieht man das, dass der Reflektor jedes Mal runterfährt, wenn Gegenverkehr kommt oder irgendwas ausblendet und es ein bisschen dunkler wird, aber nichtsdestotrotz funktioniert das wirklich überraschend gut. Die Einstellung ist wie bei Tesla üblich im Menü. Da kam jetzt eben der Punkt dazu fürs adaptive Fernlicht. Einmal angemacht ist das auch immer an. Und die Bedienung, man kennt das auch, Tesla ist nicht immun dagegen, teilweise LKWs zu blenden, die einfach hoch sitzen auf der Autobahn, wo eigentlich alle Lichtsysteme Schwierigkeiten haben, die Fahrzeuge auszublenden und abzublenden. Jeder, der so ein Licht hat, hat das auch schon mal erlebt, dass es eine Lichthupe vom LKW gibt, weil man ihm einfach gerade die Netzhaut wegbrennt nachts um 12:30. Kann man beim Tesla auch sehr, sehr schnell das Ganze an- und ausschalten mit dem Hebel. Das funktioniert nicht bei allen Lichtsystemen so sauber und so schnell, so wirklich klick, 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 Matrix-LED an und aus. Aber im Tesla funktioniert das wirklich gut und das machen sie für mich sogar besser als andere Hersteller, dass man einfach weiterhin sehr viel Kontrolle übers Licht hat, die man auch braucht, weil Tesla einfach, und so kennt man Tesla, sich nicht unbedingt an alle Regeln hält, die es so gibt. Erstes Beispiel natürlich Zone 30. Ich kenne kein Fernlicht, das in der 30er-Zone aufblendet und ja, den Leuten ins Schlafzimmer und ins Wohnzimmer blendet. Der Tesla macht das, dem ist das völlig egal, auch bis an der Ampel. Das heißt, man steht voll aufgeblendet an der Ampel, was, glaube ich, gar nicht erlaubt ist, aber auch kein anderes Auto macht. Tesla wiederum hat den Bezug zu
zur Geschwindigkeit einfach nicht. Und so kommt es dann, dass man eben mit voller Lichtflagge an der Ampel steht. Und das ist genau so eine Situation, wo es schön ist, über den Hebel noch manuell Kontrolle drüber zu haben. Und wenn man dann hinausfährt auf die Landstraße in die Nacht, fällt einem auf, dass es nur sehr wenig zu bemängeln gibt oder eigentlich nichts zu bemängeln gibt. Die Reichweite ist super, die Ausleuchtung an den Seiten ist super. Das machen andere Lichtsysteme nicht spürbar besser, vielleicht mit Ausnahme von irgendwelchen Lasersystemen, die ja mittlerweile schon alle wieder abgeschafft wurden, weil es einfach viel zu teuer ist und keinen wirklichen Mehrwert bietet, funktioniert das bei Tesla absolut solide. Und auch wenn jetzt hier ein Gegenverkehr kommt, da hat man es gerade gesehen, der ganze Scheinwerfer fährt runter, er blendet die Matrix dann auch relativ schnell wieder auf. Und auch hier, wenn man dem Verkehr folgt, ich finde, man kann es auf den Aufnahmen sehr gut sehen, wie er ausblendet, funktioniert das wirklich gut. Jetzt muss man dazu sagen, der blendet ein bisschen gröber aus als andere Lichtsysteme. Gleich kommt noch ein Vergleich zum BMW 5er G60. Kommt es einem einfach vor, als hätte der ein paar mehr Pixel. Aber das fällt einem eigentlich nur im Vergleich auf und stört nicht. Ich habe zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass man mit dem Tesla jemanden blenden würde. Das Licht arbeitet sauber, das Licht arbeitet hell. Und was jetzt tatsächlich ebenfalls noch angekündigt wurde für ein kommendes Update, ist ein adaptives Kurvenlicht, auch auf Matrix-Basis. Was wirklich selten ist, weil die meisten Matrix-Systeme keine Kurvenfunktion haben, sondern nur eben das Fernlicht über die Matrix abbilden. Und genau hier in diesen Serpentinen wird das dann nochmal sehr interessant zu sehen. Wobei man auch hier einfach weiterhin sieht, der Tesla arbeitet sauber, er blendet die vorausfahrenden Fahrzeuge nicht, es ist hell und ich habe wirklich nichts zu bemängeln. Was, wenn man, jeder, der vorher mal mit dem alten Fernlicht unterwegs war, weiß, dass das einfach auf und ab geblendet hat, wie es will, was teilweise gar keinen Sinn gemacht hat. Das hat sich komplett geändert, das funktioniert extrem gut und es gibt so gut wie nichts daran auszusetzen. Und hier sehen wir den Vergleich BMW 5er im oberen Fenster und das Tesla Model Y unten. Der Unterschied ist, dass es unten schon ein bisschen grüner war, das ist ein paar Wochen später. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so sehr ich versuche, Unterschiede festzustellen in der Leuchtkraft oder Reichweite, ist ganz ehrlich davon nicht so wirklich spürbar. Ich glaube, dass der BMW-Scheinwerfer der ausgereiftere ist, weil er auch einfach sauberer abblendet, dadurch, dass er einfach mehr Pixel hat. Aber das macht nichts im Endeffekt. Und hier die Reichweite scheint identisch. Vielleicht hat der Tesla sogar noch Vorteile bei der Ausleuchtung auf den Seiten. Aber ich würde sagen, das ist schon ziemlich identisch und sehr nah dran. Und das ist dann schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Das System funktioniert natürlich gleichermaßen gut auch auf der Autobahn. Auch hier nichts auszusetzen, bis auf die LKWs, die man teilweise einfach nicht vermeiden kann. Auch andere Fahrzeuge, die einen gelegentlich anblenden, völlig ohne Zwischenfälle, ohne Fehler. Man sieht es hier gut, die Ausleuchtung ist super. Man sieht auch so ein bisschen diesen hellen Fleck auf der Straße, den man auf der Kamera mehr wahrnimmt, als wenn man wirklich unterwegs ist. Hier ging gerade wieder das Licht runter. Man sieht, jetzt schneidet der vorne wieder aus, hat vorne erkannt das vorausfahrende Auto. Und das ist schon einfach wirklich ein sehr, sehr gutes Licht, das absolut mithalten kann.
Das Einzige, was man möglicherweise bemängeln könnte, ist, dass man, das ist schwer zu erklären, wenn man, sobald man die Matrix anschaltet und die arbeitet, hat man weniger vom Uplandlicht. Das bedeutet, dass der Bereich rechts an der Fahrbahn, der vom Uplandlicht immer ausgeleuchtet wird, teilweise von der Matrix nicht angeleuchtet wird. Ich habe hier eine Aufnahme, auf der man das sieht. Das ist kein Weltuntergang. Das fällt einem nur in Ausnahmesituationen auf, wo man eben rechts abbiegt, von der Autobahn abfährt oder wie auch immer. Sobald man dann das Fernlicht ausschaltet, geht er ins normale Uplandlicht und man hat genau in diesem Bereich etwas mehr Licht als mit aktiviertem Fernlicht. Aber dennoch hat mich Tesla hiermit schwer überzeugt und ich kann kaum erwarten, wie dieses adaptive Kurvenlicht aussehen wird, das Tesla angekündigt hat. Kann mir mal wieder kaum vorstellen, dass es gut wird, weil auch nur sehr wenige andere Hersteller das auf Matrix-Basis machen. Vielleicht haben die irgendeinen neuen Lichtguru bei sich angestellt, der jetzt weiß, wie das geht, wie sie das hinkriegen. Ich schaue es mir auf jeden Fall an. Video dazu folgt. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Mich interessiert, hat euer Tesla das Matrix-Update bekommen? Ist er dafür neu genug? Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Habt ihr andere Matrix-Lichtsysteme, mit denen ihr zufrieden oder möglicherweise nicht zufrieden seid? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Es bedeutet mir die Welt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.